zur dritten Geheimgesellschaft, die ich heute erwähne, das Opus Dei. Das Opus Dei ist von allen Geheimgesellschaften der gesamten Weltgeschichte das intelligenteste Werk. Es heißt Opus Dei, Werk Gottes. Ich wage zu bezweifeln, dass der Gott, der in diesem Opus Dei angesprochen wird, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind, ist. Denn ich werde euch ein paar Zitate geben aus dem Werk des Gründers selbst. Wollen wir uns nicht verlassen darauf, dass irgendwer anderer über das Opus Dei die Wahrheit schreibt, hören wir, was der Gründer selbst zu sagen hat. Vorsicht, ich muss wieder in Erinnerung rufen, wir sitzen hier nicht zu Gericht über einer Person, das steht uns nicht zu. Ich habe mit großer Aufmerksamkeit die Lebensgeschichte von José María Escrivá de Balaguer, dem Gründer des Opus Dei, gelesen und kann seinen priesterlichen Eifer, seine Einsatzbereitschaft, seinen Fleiß, seine persönliche Frömmigkeit nur bewundern. Täuscht euch nicht. Ich spreche nicht darüber, was dies für ein Mensch gewesen ist oder was für ein Priester. Ich spreche nur darüber, was er angerichtet hat und nicht warum. Nur was er angerichtet hat, nicht warum. Was er angerichtet hat, da können wir dem Urteil des Opus Dei selbst vertrauen. Ich habe euch bei letzter Gelegenheit und beim vorletzten Mal erzählt, was mit dem Zweiten Vatikanum so alles nicht in Ordnung ist. Und es ist ja eine Menge. Das insgesamt genommen schlimmste Dokument des ganzen Zweiten Vatikanischen Konzils ist auch das letzte, in jeder Hinsicht das allerletzte, desselben Konzils, nämlich Gaudium et Spes, über die Kirche in der Welt von heute. Und hier habe ich in der Hand, wir wollen das alles schön untermauern für den Fall, dass irgendwer morgen das Opus Dei anruft und sagt, der Dr. Hesse hat gesagt. Ich halte hier in der Hand José María Escrivá, das ist der Gründer des Opus Dei. Sein zweites Buch, sein erstes war Der Weg, 999 Leitsätze zum christlichen Leben. Das ist sein zweites Buch, 1000 Leitsätze zum christlichen Leben, Die Spur des Sämanns. Die, die mitschreiben, sind herzlich eingeladen. Ich werde alles, was ich vorlese, zitieren. Im Vorwort schreibt Alvaro del Portillo, Bischof Alvaro del Portillo, hier seine Gedächtniskarte, man möge für seine Heiligsprechung beten, da kann ich nur lachen, das war der Nachfolger vom Gründer. Zuerst der Sekretär vom Gründer, dann sein Nachfolger, ist mittlerweile gestorben. Schreibt im Vorwort, voller Stolz, Jesus ist das Urbild des geheiligten Menschen, dem ein Christ sich anzunähern versuchen muss. Denn, Zitat, Christus der Erlöser macht dem Mensch den Menschen selbst voll kund. Fußnote, Johannes Paulus II, Enzyklika Redemptor Hominis Nummer 10. Schlecht zitiert, denn das steht nämlich in Gaudium et Spes 22 und man sollte das Konzil, das vorher war, zuerst zitieren und dann den Papst. Aber bitte, Johannes Paulus II zitiert diesen Spruch tatsächlich in Nummer 10 von Redemptor Hominis wortwörtlich und gibt ihm eine fürchterliche Interpretation, wie wir schon gesehen haben. Ich erinnere euch daran, was er gesagt hat, Redemptor Hominis 10,2. Das Staunen über den Wert und die Würde des Menschen nennt sich Evangelium. Gut, also nach Gaudium et Spes Nummer 22 macht Christus der Erlöser den Menschen selbst vollkommen. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche 1962 Jahre lang fest geglaubt, dass das Evangelium Gott dem Menschen kundtut. Nämlich Vater, Sohn und Heiligen Geist, weil ja im Alten Testament nur Gott an sich geoffenbart wurde, aber nicht die drei Personen. Ja? Das Evangelium hat also den Zweck, Vater, Sohn und Heiligen Geist, nicht diesen Unterschied, Vorsicht, sondern diese Unterscheidung uns mitzuteilen. Nämlich durch die Menschwerdung des Sohnes, der uns den Heiligen Geist schickt, versprochen hat, der zu Pfingsten gekommen ist, einmal und nie wieder. Nicht bei einem neuen Pfingsten. Das wird hier zitiert als das, was der Gründer des Opus Dei beim Konzil einzubringen gehabt hat. Also das Opus Dei sagt selber, das ist von uns.
Ja? Dass der Mensch dem Menschen sich voll, dass das im Evangelium der Mensch sich dem Menschen voll kundtut. Dann, ihr erinnert euch, dass ich darüber gesprochen habe, dass nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Dei Verbum der Traditionsbegriff geändert worden ist, somit nicht mehr katholisch ist, weil es in der katholischen Lehre überhaupt keine Änderung jemals geben kann. Das ist ja logisch. Die Wahrheit kann sich nicht ändern. Nur irgendwelche banalen, uninteressanten Wahrheiten können sich ändern. Aber nicht die Wahrheit. Christus kann sich nicht ändern. Gott ist nicht veränderlich. Gott kann sich nicht ändern. Christus kann sich nicht ändern. Christus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Folglich kann sich die Wahrheit nicht ändern. Punkt. Die Tradition ist vom Ersten Vatikanischen Konzil dogmatisch definiert worden, als das, was die Apostel aus dem Munde Christi gehört haben. Nicht irgendwer danach. Das Zweite Vatikanische Konzil definiert die Tradition aber etwa als etwas, was einem Fortschritt unterworfen ist. Und zwar sagt das Zweite Vatikanische Konzil, die Tradition ändert sich mit dem Studium und dem Nachsinnen der Gläubigen. Das heißt, wenn wir also schön brav alle meditieren, dann können wir zur Tradition der Kirche etwas beitragen. José María Escrivá de Balaguer in Punkt 428 dieses Buches sagt, wir müssen danach streben, die fundamentalen Lehren der Tradition zu erneuern, etwa in der Philosophie und Geschichtsinterpretation. Ein waches Gespür für die zeitgenössischen Denkströmungen. Was interessiert mich als Katholik zeitgenössische Denkströmungen? Mich interessieren zeitgenössische Denkströmungen nicht. Das ist eh alles ein Quatsch. Mich interessiert das höchstens als Priester, damit ich das studieren kann und dann die Gläubigen davor warnen kann. Nein, hier steht nicht davor warnen, oh nein. Wir müssen ein waches Gespür für die zeitgenössischen Denkströmungen und wissenschaftlichen Tendenzen haben, schließlich eine positive und offene Haltung, das ist es also. Nicht das Gespür für das, was richtig und falsch ist, nein. Offene Haltung gegenüber den zeitbedingten Strukturwandlungen in der Gesellschaft und auch gegenüber der veränderten und sich weiterhin verändernden Lebensformen. Was hat das mit Tradition zu tun, bitte? Ich frage, was hat das damit zu tun? Die sich verändernden Lebensformen, ja. Dass ich heute einen Fahrschein zwicken muss, damit ich durch die Stadt fahren kann. Früher habe ich einen Stellwagen gehabt. Davor einen Kutscher, wenn ich reich genug war, sonst bin ich zu Fuß gegangen. Das sind die Sachen, die sich ändern. Was hat das mit Tradition zu tun? Ich muss eine Gebrauchsanweisung von 20 Seiten lesen, um heute ein Telefon zu bedienen. Das ändert sich. Aber was hat das mit Tradition zu tun? Ich bin heute in einer Gesellschaft, die vollkommen unchristlich geworden ist, die jedes Jahr 55 Millionen Kinder ermordet, aber ach und weich schreit über die angeblichen 6 Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg, das hat immerhin 6 Jahre gedauert. Und darüber so viel Jammer schreit und gleichzeitig 55 Millionen Kinder jedes Jahr umbringt. Das ist die Struktur der heutigen Gesellschaft. Was hat das mit Tradition zu tun? Das ist ja alles gegen Tradition. Hier müsste also eine glühende, brennende Warnung stehen, vor dem Wechsel, vor der Veränderung, vor dem, was heute so unbestimmt Fortschritt genannt wird. Fortschritt in die Hölle, das ist es. Und jetzt noch ein paar andere Zitate. Wir wollen den Autor sich selber widerlegen lassen. Hilf mir, das sind so Sprüche, ja? Er ist mit uns per Du. Gut, das ist IKEA auch im Katalog. Hilf mir, ein neues Pfingsten zu erflehen, das die Erde von Neuem entzündet. Christus hat aber nicht uns angekündigt, ein neues Pfingsten. Im Gegenteil, er hat gesagt, wenn es so weit ist, dass nur noch die wenigen Gerechten schon in Gefahr sind, dann wird er mit eiserner Faust reinschlagen, um dem Ganzen Einhalt zu gebieten und um Schluss zu machen mit der ganzen Sache. Er hat nicht gesagt, da kommt irgendwo ein neues Pfingsten. Er hat gesagt, der Menschensohn wird in Herrlichkeit kommen. Er hat nicht gesagt, nein, es ist Pfingsten, irgendwo, dass der Heilige Geist noch einmal kommt. Der Heilige Geist hat alles gesagt, was er zu sagen hat. Beim ersten und letzten Pfingsten. Unser jetziger Papst spricht ja auch dauernd von einem neuen Pfingsten, das angeblich das Zweite Vatikanische Konzil gewesen sein soll. Der gute José María Escrivá de Balaguer verlangt in Punkt 317,
Es gibt nicht mehr, auch darauf verwies der Apostel, also heilige Paulus, schon zu seiner Zeit, es gibt nicht mehr Griechen oder Juden, Beschnittene oder Unbeschnittene, Fremde, Sküten, Sklaven oder Freie, sondern Christus ist alles und in allen. Ja, damit hat der heilige Paulus von den Christen gesprochen. Er hat ganz richtig gesagt, wenn irgendwer, egal wer, einmal als Christ getauft ist, dann ist er ein Christ. Und nicht ein dreckiger Türke oder ein Tschusch oder ein blöder Neger oder ein ach so lieber Deutscher oder irgend so etwas, sondern dann ist er Christ. Der heilige Paulus spricht von den Christen. Im Moment, wo ein Mensch getauft ist, ist er Christ. Und dann habe ich mich nicht darum zu kümmern, wo der Herr ist und wie er aussieht und welche Farbe die Haut hat, sondern er ist Christ. Der heilige Pius X. Sagt ganz richtig, die einzige Menschenwürde besteht im Christsein. José María Escrivá de Balaguer dehnt das aber aus. Er sagt, diese Worte gelten heute wie damals. Vor dem Herrn gibt es keine Unterschiede der Nationen. Stimmt. Der Rassen. Stimmt. Der Klassen. Des Standes. Das stimmt schon wieder nicht. Alle Heiligen waren sich einig darüber, einschließlich der heiligen Teresa von Avila, bei der man wirklich sagen kann, dass ihre Visionen echt waren, dass jeder Mensch nach seinem Stande zu leben hat. Ich kann nicht erwarten, dass ein Bergbauer in Tirol, der nicht einmal richtig Deutsch kann, weil er kaum mit den Menschen zusammenkommt, genauso lebt wie der Kaiser. Das ist absurd. Es gibt also Unterschiede des Standes. Das ist kommunistisches Denken zu sagen, es gibt hier keinen Klassenunterschied, keinen Standesunterschied. Das, was das Christentum uns lehrt, ist, dass die Stände sehr wohl ungeheuer verschieden sind. In den Gebeten, der heilige gesprochene Kaiser Heinrich oder bei Kaiser Karl dem Großen, da ist immer die Rede vom Culmen Imperii, vom Gipfel der Herrschaft. Ja? Der Kaiser war der Höchste auf Erden, im nichtgeistlichen Stand, der Papst ist immer über dem Kaiser wohlgemerkt. Er war der Höchste, der war nicht ein einfacher Bauer, da war nicht nur ein Standesunterschied, sondern war der Unterschied von 50 Ständen. Da ist ein Unterschied. Aber was das Christentum uns lehrt, ist, dass der Kaiser gefälligst zum Bergbauern freundlich und lieb sein soll und ihn nicht so beachten, als ob er das letzte Stück Dreck wäre. Und wir wissen, dass zum Beispiel, das ist bekannt, dass Kaiser Franz Josef, je niedriger des Standes jemand war, der vor ihm gestanden ist, umso freundlicher war er, umso netter war er, umso mehr hat er verziehen. Das ist klar. Wenn ich der Kaiser von Österreich bin, dann werde ich einem Bergbauern viel mehr verzeihen als einem Grafen, der es besser wissen müsste, der die Erziehung gehabt hat, der seine Standespflichten hat. Es gibt Standespflichten. Wenn irgendjemand von euch, außer dem Herrn Pfarrer, wir sind nämlich im gleichen Stand, wenn irgendjemand von euch eine Sünde begeht und ich begehe genau die gleiche Sünde, dann wiegt meine Sünde 10-mal mehr und die vom hochwürdigen Herrn Pfarrer Zunhammer genauso. Wenn hier der Herr Pfarrer oder ich und einer von euch ein und dieselbe Lüge erzählen, so sind der Herr Pfarrer und ich 10-mal schuldiger, weil wir nämlich einen viel höheren Stand haben, im lateinischen Status. Ja? Wir haben einen viel höheren Stand, weil wir Geistliche sind, folglich sind wir auch viel schuldiger. Das ist christliche Sicht. Nicht diese Gleichmacherei, diese halbkommunistische, die wir hier finden. Keinen Unterschied des Standes. Und jetzt kommt es noch besser, damit wir auch sehen, dass ich hier nicht den guten Autor dieses Buches falsch interpretiert habe. Er sagt noch viel schlimmer. Jeder von uns, er spricht hier zu allen Menschen, bitte. Das Buch ist nicht gerichtet nur an Christen. Das ist wichtig jetzt, ja? Der heilige Paulus hat an die Christen geschrieben. Brief an die Korinther. Was waren das? Sämtliche Leute in Korinth? Nur die Christen. Und er schreibt hier jetzt, jeder von uns ist in Christus neugeboren, ein neues Geschöpf, ein Kind Gottes. Wir alle sind Brüder und sollen brüderlich miteinander umgehen. Also ich warne euch, wenn einer von euch anfängt mit mir brüderlich umzugehen, dann wird er sich wundern. Denn ich bin immer noch der Pater, der Vater. Ja? Und freundliches Beisammensein und Freundschaft heißt nicht Kumpel sein. Ja? Ich bin euch euer aller Freund. Ich bin nicht euer Kumpel. Und er schreibt hier wirklich, dieses Buch ist gerichtet an alle Menschen. Das ist nicht etwa, das ist im Gegensatz zu diesen beiden Büchern, die ich vom Engelwerk erwähnt habe, die nur den Mitgliedern gegeben werden. Nein, dieses Buch ist in jeder Buchhandlung erhältlich. Dieses Buch, in diesem Buch wendet sich der Autor an alle Menschen. Und dann sagt er, wir sind alle Brüder.
Wir sind alle Kinder Gottes. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist Lüge. Das Konzil von Trient hat dogmatisch definiert, dass nur die sich Kinder Gottes nennen können, die im Stand der Heiligmachenden Gnade sind. Das heißt, nicht einmal wir alle hier herinnen sind Kinder Gottes. Nicht einmal wir alle. Ja? Wenn einer von euch hier sitzt, und das kann ich auch sein, das weiß man ja nie, der nicht im Stande der Gnade ist, dann ist er kein Kind Gottes. Ich weiß nicht, wie weit ihr das wisst, aber normalerweise sollte jeder Christ nicht nur einen Beichtvater haben, sondern auch einen geistlichen Leiter. Ja, das ist ein Unterschied. Der Beichtvater ist derjenige, zu dem man immer wieder zurückkommt und meistens eh die gleichen uninteressanten Sünden beichtet und der uns umso besser in unseren Sünden helfen kann, umso besser er uns kennt, weil deswegen hat man ja einen Beichtvater, dass man nicht zu einem unbekannten Priester beichten geht. So dass also dieser Priester, der einen schon gut kennt, beurteilen kann, was er hier hört. Und dann hat man eben den geistlichen Leiter. Der geistliche Leiter ist jetzt derjenige, der sich hauptsächlich mit den Dingen befasst, die im Beichtstuhl nicht zur Sprache kommen. Ich werde bestimmt den Beichtvater nicht damit aufhalten, dass ich ihm von meinen Essensgewohnheiten erzähle. Ich kann ihm höchstens sagen, und wenn Licht ist im Beichtstuhl, dann sieht er das sofort, dass ich zu viel esse. Aber ich werde bestimmt nicht mit ihm jetzt besprechen, nicht mit dem Beichtvater, wie ich das mache, dass ich jetzt einmal wieder ein vernünftiges Gewicht bekomme. Das sind Sachen, die man mit dem geistlichen Leiter bespricht. Genauso dem Beichtvater erzählt man, dass man am Freitag sich überhaupt nicht um das Freitagsgebot gekümmert hat. Mit dem geistlichen Leiter bespricht man, wie man das macht, dass solche Dinge nicht ständig passieren. Der Beichtvater hat keine Zeit für solche Dinge, ständig Ratschläge zu geben. Jetzt ist es aber so, sowohl der Beichtvater als auch der geistliche Leiter haben ein sehr beschränktes Fragerecht. Ja? Es ist zum Beispiel für einen Priester überhaupt, der nicht mein geistlicher Leiter ist, gelinde gesagt eine Frechheit, wenn er mich fragt, wie viel Rosenkränze betest du täglich. Das geht ihn nichts an. Der geistliche Leiter darf mich fragen, wie viel Rosenkränze ich bete, und der Beichtvater fragt mich, ob ich das überhaupt ausgelassen habe in der letzten Zeit. Es gibt also die Abstufungen. Und jeder hat eine Fragebeschränkung. Wenn ich mich, oder wenn irgendjemand sich im Beichtstuhl niederkniet und sagt, Hochwürden, ich habe gegen das sechste Gebot gesündigt, dann muss der Beichtvater zwangsläufig fragen, ne? Naja, Moment, erstens, wie oft? Zweitens einmal, war das eine schwere Sünde? Drittens, alleine oder mit anderen, die alte Frage. Und auf welche Weise? Nämlich, ist man hier normal veranlagt oder nicht normal veranlagt? Und damit ist Schluss mit den Fragen. Nicht einmal der Beichtvater darf jetzt fragen, was hast du da alles gemacht? Ein Beichtvater, der so etwas tut, ist automatisch im Stand der Todsünde. Ein Beichtvater, der irgendwelche schmutzigen Fragen stellt, der ist noch dazu exkommuniziert. Nach dem alten Kirchenrecht, nach dem neuen erst dann, wenn er etwas tut, aber bitte. Der geistliche Leiter kann Fragen stellen. Er kann zum Beispiel sagen, wenn ich zum geistlichen Leiter gehe und sage, Hochwürden, die größte Versuchung in meinem Haushalt ist mein Eiskasten. Dann wird er natürlich fragen, ja bitte, wieso, was soll das heißen, was ist das? Ja? Er kann aber nicht zum Beispiel von sich aus, wenn ich nichts davon rede, wenn ich mit dem geistlichen Leiter niemals die Tatsache bespreche, dass ich 15 Kilo Übergewicht habe und dass ich einmal mehr Übergewicht gehabt habe, wenn ich das nie zur Sprache bringe und davon nicht hören will, dann kann der geistliche Leiter nur selber davon anfangen zu sprechen, wenn er weiß, dass hier ein Zusammenhang ist, zum Beispiel mit vernachlässigtem Gebetsleben, mit vernachlässigter Opferbereitschaft, mit irgendwelcher Vernachlässigung von irgendwelchen geistlichen Pflichten außerhalb des Gebetes und so weiter, dann kann er natürlich sagen, sag einmal, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass das vielleicht darauf zurückzuführen ist, dass du so ein Fresssack bist? Ja? Aber er kann nicht von sich aus mich fragen, na, also wie ist das jetzt eigentlich bei Ihnen im Haushalt? Wie viel Gselchtes essen Sie so in der Woche? Wie viel Schnitzeln im Jahr? Und wenn Sie Gäste haben, wie viel Schnitzeln braten Sie dann? Das sind Fragen, die einem geistlichen Leiter absolut niemals zustehen. Ich werde auch, wenn ein geistlicher Leiter seine Kompetenz dermaßen überschreitet, mir sofort einen anderen suchen. Nicht so im Opus Dei. 323, Thema Aufrichtigkeit.
Wer seinem geistlichen Leiter eine Versuchung verschweigt, teilt ein Geheimnis mit dem Teufel. Wenn ich also irgendeinen schmutzigen Traum habe, der eine Versuchung darstellt, soll ich das dem geistlichen Leiter schildern? Soll ich ihm sagen, dass ich, was weiß ich, wie oft in der Woche diese Versuchung gehabt habe, aber mir macht es nichts, weil das, der Traum hat mich nicht interessiert? Die Versuchung war nicht groß genug oder so? Der hat nicht das Recht in der Niemand, kein Priester hat das Recht, über das absolute Minimum hinaus im sechsten Gebot zu bohren. Im sechsten Gebot Detailfragen zu stellen. Hier steht, wer einem geistlichen Leiter eine Versuchung verschweigt, teilt ein Geheimnis mit dem Teufel. Ich weiß von Opus Dei-Mitgliedern, dass das so interpretiert wird, wie ich es hier interpretiere, nämlich, dass diese Fragen gestellt werden. Der Punkt 428, Tradition. Er ist so wichtig, dass ich ihn noch einmal vorlese. Weiter Horizont, die unwandelbare, lebendige Wahrheit. Er nennt sie unwandelbar und lebendig. Seht ihr, das ist der Trick. Zuerst sagt man das Katholische und dann sagt man das Nicht-Katholische. Genau wie im Neuen Kirchenrecht. Weiter Horizont, die unwandelbare, lebendige Wahrheit des katholischen Glaubens in ihrer Tiefe zu ergründen versuchen. Na gut, ja. Dazu habe ich die Päpste, die das für mich ergründen und mir mitteilen, welche Tiefe es hat. Das gesunde und solide, nicht oberflächliche Streben danach, die fundamentalen Lehren der Tradition zu erneuern, etwa in der Philosophie und in der Geschichtsinterpretation. Im Syllabus ist die These, dass man die Lehre der Kirche dem Jahrhundert anzupassen hat, verurteilt worden. Ein waches Gespür für die zeitgenössischen Denkströmungen und wissenschaftlichen Tendenzen, schließlich eine positive und offene Haltung gegenüber der zeitbedingten Strukturwandlung in der Gesellschaft und auch gegenüber den veränderten und sich weiterhin verändernden Lebensformen. Verlangt er da wirklich von mir, dass ich eine offene und positive Haltung einnehmen soll zum deutschen Schulsystem 1996? Oder zur Strukturwandlung der Gesellschaft, dass man heute im Fernsehen nachschaut, was man morgen zu denken hat? Soll ich etwa offen und positiv der Demokratie in Deutschland gegenüberstehen? Soll ich offen und positiv gegenüberstehen einer Welt, in der es verboten ist, den Dackel des Nachbarn zu erschießen, aber ich darf das eigene Kind abtreiben lassen bei meiner Frau? Ist das die Strukturwandlung, der ich offen und positiv gegenüberzustehen habe? Das Opus Dei wird sofort sagen, nein, das haben wir nicht gemeint. Sie sagen immer, ich habe noch nie eine andere Antwort bekommen von Ihnen. Nein, so ist das nicht gemeint. Leider, aber so steht es hier. Der Gründer hat das so geschrieben. Und der Gründer schreibt, und das ist ganz lustig, über das Thema Arbeit. Und hier haben wir endlich einen Punkt, wo es eindeutig wird, wie er sich an das Evangelium hält. Die Arbeit ist die ursprüngliche Bestimmung des Menschen. Interessant. Die These ist hochinteressant. Man findet sie wieder in Laborem Exercens von unserem gegenwärtigen Heiligen Vater. Die Arbeit ist die ursprüngliche Bestimmung des Menschen und ein Segen Gottes. Sie als eine Strafe anzusehen, ist ein beklagenswerter Irrtum. Das ist Gotteslästerung, was er hier schreibt. Ja, ich nehme nicht an, dass er das selber überrissen hat. Aber es ist Gotteslästerung, was er schreibt. Wie heißt es in Genesis, im Buch Genesis, nach der Erbsünde? Als Strafe für die Erbsünde wirst du deinen Unterhalt im Schweiße deines Angesichtes verdienen. Als Strafe für die Erbsünde. Im Paradies hat keine Arbeit gegeben. Die Arbeit ist die Strafe für die Erbsünde. Im Schweiße des Angesichtes den Unterhalt verdienen. Buch Genesis. Und noch etwas. Die Arbeit ist doch nicht die ursprüngliche Bestimmung des Menschen. Die ursprüngliche Bestimmung des Menschen ist Halleluja rufen. Die Ehre Gottes ist die ursprüngliche Bestimmung des Menschen. Die ganze Schöpfung hat den einzigen Zweck der Ehre Gottes. Der liebe Gott hat uns alle geschaffen, nicht damit wir in den Himmel kommen, wenn wir schön brav sind, sondern der liebe Gott hat uns alle geschaffen, damit wir ihm Ehre erweisen und auf diese Weise in den Himmel kommen. Er will niemanden im Himmel, der ihm nicht Ehre erweist. Er kann gar niemanden in den Himmel reinlassen, der ihm nicht Ehre erweist. Das wäre gegen seine Natur. Der ursprüngliche Zweck des Menschen ist, dem lieben Gott Ehre erweisen und nicht die Arbeit. So, und wenn jemand jemals euch mit diesem Opus Dei kommt, dann wisst ihr jetzt, was ihr davon zu halten habt. Und ich muss noch etwas hinzufügen.
auch vom Opus Dei bestätigt, aber für die, die mitschreiben, habe ich jetzt das Zitat nicht bei der Hand. Das ist nicht in diesem Buch. Der gute José María Escrivá de Balaguer, der angeblich selig gesprochen ist, hat Zeit seines Lebens gefordert, dass die Kirche von unten aufgebaut wird. Das ist absolut gegen die Lehre der Kirche. Nach der Lehre der Kirche ist die Kirche eine essentiell priesterliche Kirche. Es gibt keine Berufung des Laien ohne den Klerus. Es gibt kein Laientum, ohne dass vorher Papst, Bischöfe, Priester da sind. Es gibt in der gesamten Kirche immer nur eine Berufung von oben. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, sagt Christus. Eine Kirche von unten ist Quatsch. Eine Kirche von unten ist eine prinzipiell freimaurerische Idee, eine sozialistische Idee und eine gotteslästerliche Idee. Und der heilige Pius X. In Pascendi Dominici Gregis in der Haselberg-Ausgabe Seite 36 sagt ausdrücklich, dass hier jene verderbliche Lehre ihr Haupt zu erheben beginnt, die von dem Laientum spricht und die das Laientum als Basis der Kirche sieht. José María Escrivá de Balaguer hat Zeit seines Lebens das Laientum als Basis der Kirche verkündet. Und als letzte Bemerkung über das Opus Dei, um euch zu zeigen, wie gehorsam der angeblich selige José María Escrivá de Balaguer war. In den 50er Jahren hat Pius XII. Seligen Angedenkens die Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei unter Exkommunikation gestellt. Das hat José María Escrivá de Balaguer nicht im Mindesten daran gehindert, Kommunisten in das Opus Dei aufzunehmen, ohne von ihnen zu verlangen, dass sie austreten aus der Partei. Ja? Dafür gibt es so viel Zeugen, dass ich das hier ungeniert sagen kann. Für diese Tatsache gibt es derartig viel Zeugen. Er hat also hier Papst Pius XII. Direkten Ungehorsam geboten. Und so jemand ist jetzt angeblich selig gesprochen. Bildet euch euer eigenes Urteil.